halbes Hähnchen aus dem Backofen. Ganz simpel, ganz schnell, ganz günstig, super lecker. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Heute kochen wir mein Lieblingsgericht. Ich liebe halbe Hähnchen. Und frisch gemacht und selbst gemacht noch viel, viel besser, weil wir wissen, was wir essen. Das hier ist ein Bio-Hähnchen, Freiland. Es ist gar kein Hähnchen mehr, es ist eine Poularde. Denn bei 1400 Gramm sprechen wir an dieser Stelle von einer Poularde. Und das ist für mich genau die richtige Größe. Wichtig, wenn ihr mit frischem Geflügel arbeitet, wenn ihr das bekommt von eurem Lieferanten, das Hähnchen auch kalt auswaschen. Wichtig ist hier drin, muss man einmal mit der Hand hineingehen, ob da noch irgendwelche Innereien drin sind, mit kaltem Wasser, ganz, ganz wichtig, bloß nicht mit warmem Wasser, kaltem Wasser auswaschen, schön sauber machen, trocken tupfen und wo ihr es im Waschbecken bearbeitet habt, hinterher schön mit Seife, dann mit heißem Wasser, alles schön wieder sauber machen. Und nur so haben wir ein super sauberes, hygienisches Hähnchen und das wird jetzt gewürzt und weiter vorbereitet. Für unsere kleine Füllung, die uns in erster Linie ein bisschen Feuchtigkeit und Geschmack bringen soll, nehmen wir eine halbe Zitrone. Wir nehmen zwei kleine Zwiebeln und diese Zitrone, die habe ich mit warmem Wasser gewaschen, damit sie schön sauber ist. Die habe ich in kleine Stückchen geschnitten, genauso wie unsere Zwiebel. Da kommt ein bisschen Rosmarin dazu und ich habe hier noch ein bisschen Petersilie. Die wird nur grob gerissen. So, mehr braucht man da gar nicht. Und in diese Füllung gebe ich jetzt ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, weil damit möchte ich ja praktisch mein Geflügel von innen würzen. Zwiebel bringt uns natürlich Geschmack und diese Zitrone, die wir jetzt hier drin haben, bringt uns Frische mit hinein. Und das ist total lecker, da könnt ihr jetzt schon mal drauf gespannt sein. Ein bisschen Olivenöl, dass Salz und Pfeffer ein bisschen gebunden wird, rühre ich nochmal kräftig durch und damit füllen wir jetzt unsere Poularde. Kommt alles da hinein. Bei der Weihnachtsgans hören wir ja immer wieder, dass für viele, viele Menschen die Füllung das Wichtigste ist. Hier bei uns ist es so, diese Füllung wird später, ich habe es ja eben schon erwähnt, nicht mitgegessen, sondern sie soll uns jetzt Geschmack bringen für unser Hähnchen. Haben wir das soweit vorbereitet, kommen wir zum zweiten Schritt. Ist unsere Füllung in der Poularde, schneiden wir hier ein kleines Loch in die Haut hinein, nur einmal mit dem Messer so reinpieksen und jetzt können wir praktisch über Kreuz unsere Keule, na, da habe ich nicht ganz durchgepiekst oder ich habe es nicht wiedergefunden, können wir über Kreuz unsere Keulen durch die Haut durchziehen und dadurch haben wir nachher ein bisschen mehr Struktur in unserem Hähnchen. Schaut mal, so ist das, als wenn man es gebunden hätte, sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Jetzt wollen wir unsere Poularde würzen. Dazu habe ich einen Esslöffel Paprikapulver mild. Ich habe ein bisschen Olivenöl, auch ungefähr 2 Esslöffel. Und zu der alten Diskussion, wenn ich Großmutters Rezepte mache und viele haben geschrieben, meine Großmutter hätte kein Olivenöl gehabt. Ihr Lieben, ihr täuscht euch gewaltig. Meine Großmutter hatte immer Hummeln im Arsch. Die ist mit ihrem Karl mit dem Auto nach Italien gefahren und ratet, was sie mitgebracht hat. Schon, das kannte ich schon in meiner Kindheit. Gutes Olivenöl und frische Kräuter, ganz, ganz sicher. Also, Paprika und Olivenöl wird verrührt. Und da kommt jetzt kräftig Salz dazu. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ihr würzt jetzt praktisch die Poularde direkt. Und ihr stellt euch vor, ihr geht da jetzt mit der Salzmühle rüber von beiden Seiten. Und diese Menge, die ihr euch jetzt so vorstellt, die gebt ihr jetzt in unsere Gewürzmischung aus Paprikaöl hinein. Und dazu geben wir jetzt nochmal ein bisschen günstigen Honig, ungefähr auch einen Esslöffel. Verrühren das Ganze ebenfalls. Und dann kommt diese schöne Mischung schon auf unsere Poularde. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Paprikaöl, Honig und Salzmischung komplett auf unser Hähnchen geben. Und ich habe ja bei Geflügel immer gerne meine Handschuhe an. Und deswegen ist es jetzt auch ganz einfach, unser Hähnchen, unsere Poularde damit komplett
leckerst zu marinieren und einzustreichen, so dass es gleichmäßig sich verteilt. So, schaut mal. Carmen, was sagst du jetzt dazu? Du bist ja nicht so der Hähnchenesser und Zubereiter. Was sagst du dazu? Also, ist das jetzt schon interessant für dich? Ja, das finde ich, also mit den Gewürzen, das finde ich jetzt echt richtig gut. Ich bin mal gespannt, wenn der Vogel fertig ist. Okay, das darfst du auch sein. So, dann schwenk mal zu unserer Pfanne herüber. Was wir hier haben, hier in unserem Bräter haben wir schon so ein paar Zwiebeln ganz leicht angeschwitzt. Und da setzen wir jetzt nur das Hähnchen oben drauf. Wichtig, mit der Brust nach oben, ganz, ganz wichtig. Und ich hatte ja hier noch so ein paar Reste von unserer Füllung. Die gebe ich da jetzt auch mit dazu. Und dieser leckere Vogel kommt jetzt für 55 Minuten bei 160 Grad in unseren Backofen. 55 Minuten sind rum, jetzt wollen wir uns mal kümmern. Boah, hier, da ist er. Da haben wir unsere Poularde und hier haben wir wieder den leckersten Soßenansatz überhaupt, nur mit Zwiebeln. Da kochen wir jetzt gleich unsere braune Soße für unser Tier dazu. Und jetzt wollen wir mal Anschnitt machen. Ist ja deutlich mehr als ein halbes Hähnchen. Jetzt wollen wir sie mal tranchieren. Dann nehmen wir erst einmal die Keule ab. Die können wir hier so ein bisschen überdehnen und dann kommen wir hier unten von ganz alleine durch das Gelenk durch. Carmen, siehst du, wie saftig unsere Poularde geworden ist? Unbedingt, sieht lecker aus. Siehst du das? Ja. So, da haben wir schon mal eine Keule. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Diese Haut öffnen wir hier. So, und unsere Brust, und das ist ja immer das Wichtigste, ist die Brust nun saftig oder ist sie nicht saftig? Ich nehme mal eine Tranche da jetzt einfach mal heraus. Oh, riechst du den Rosmarin? Oh, ja. Und die Zitrone, ich habe auch die Zitrone. So, Carmen, und solange sie noch heiß und knusprig ist, darf ich? Darf ich bitte darf ich heute probieren? Ja, darfst du, unbedingt. Verbrenne ich nicht. Mm. Liebe Leute, ein frisches Biohähnchen. Auf den Punkt gegart. Es hat sich nicht 8 Stunden vor einem Supermarkt auf einem Spieß gedreht. Und man merkt die Zitrone, man merkt den Rosmarin, man merkt die Feuchtigkeit, man merkt die Haut, die knusprig ist. Super lecker. Dazu jetzt noch die Soße. Carmen, wir machen das jetzt ganz schnell zu Ende. Wir müssen das unbedingt essen. Ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, wie das funktioniert. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Ich habe einen Riesenhunger. Wir haben euch lieb und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.